Aber jetzt beschäftigt uns erst einmal die Suche nach diesem Mann, Hisso Malak. Er wird dringend verdächtigt, in Dessau-Roßlau eine junge Frau getötet zu haben. Seine Tochter. Hier die Hintergründe. Die 20-jährige Rockstan wird am 2. Oktober hier im Garten ihrer Familie tot aufgefunden. Ermordet. Jetzt sucht die Kripo nach diesem Mann. Rockstans Vater, Hisso Malak. Der Gesuchte war hier in Dessau-Roßlau wohnhaft. Derzeit wissen wir nicht, wo er sich aufhält. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich bundesweit bewegt oder sogar im Ausland aufhält. Nach Dessau kommt Hisso Malak im Jahr 2010. Der Landarbeiter ist Kurde und flüchtet aus Syrien nach Deutschland. Zunächst ohne seine Familie. Die holt er 3 Jahre später nach. Seine Söhne, seine Frau und die damals 18-jährige Tochter Rockstan. Das Mädchen integriert sich schnell, lernt in nur 6 Monaten Deutsch und arbeitet als Dolmetscherin. Im syrischen Krieg hat Rockstan die Hölle durchlebt. Darüber hat sie vor ihrem Tod mit Buchautor Mark Krüger gesprochen. Sie erzählte mir, dass sie in Syrien etwas Furchtbares erlebt hat. Dass sie vergewaltigt wurde durch Soldaten. Und aufgrund dessen befand man sie als schmutzig und nicht mehr als Jungfrau. Und dadurch muss dann wohl ein Konflikt entstanden sein. Im Interview mit Mark Krüger erzählt Rockstan, dass sie nun auch hier in Deutschland bedroht wird. Von der eigenen Familie. Meine Familie hat versucht, mich zu töten. Deine Familie versucht, dich zu töten? Ja, meine Mutter hat versucht, ein paar Mal, hat sie nicht geschafft. Wie denn? Na, die Tabletten bei mir abgeben. Also dich zu vergiften praktisch? Ja, mein großer Bruder war auch zu meiner Mutter Seite. Dann mein Vater geht raus, mein Bruder und meine Mutter hauen mich. Dann musst du sterben, du bist schmutzig. Ich konnte nicht mehr akzeptieren, ich bin total kaputt. Rockstan erhebt schwere Vorwürfe gegen einen der Brüder und die Mutter. Sie hat Angst, flüchtet in ein Frauenhaus. Dann habe ich einen Anruf von meiner Mutter gekriegt. Nee, du bist unser Mädchen und alles vorbei und. Mein Vater hatte gesprochen, ich habe dich lieb, warum bist du weg? Rockstan kehrt zur Familie zurück, in der Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Aber sie täuscht sich. Die Geschichte ist keine Ende. Gibt's kein Ende. Meine Mutter und mein Bruder machen immer weiter. Wenn sie dann mal sich meldete, sprach sie immer davon, dass sie große Probleme hat und dass sie Angst hat. Diese Angst sollte sich bewahrheiten. Am 2. Oktober meldet sich bei der Dessauer Polizei ein Mann. Er berichtet von einem Mord und dass das Opfer, eine junge Frau, in einem Garten in Dessau vergraben sein soll. Die Polizei nimmt den Hinweis sofort sehr ernst. Noch am selben Tag durchsuchen die Ermittler den betreffenden Garten, finden allerdings zunächst nichts. Doch dann öffnen sie die Gartenlaube. Dort finden sie Rockstan. Die junge Syrerin ist tot. Zur Todesursache möchten wir keine Details bekannt geben. Hierbei handelt es sich ebenfalls um Täterwissen. Wir sind aber sicher, sie ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Gefahndet wird nach dem Pächter der Gartenzelle, Rockstans Vater, Hisso Malak. Ungeklärt ist auch, ob der Mord an Rockstan tatsächlich im Gartenhäuschen geschehen ist. Möglicherweise wurde sie an einem anderen Ort getötet und erst dann in den Garten transportiert. Die Obduktion hat ergeben, dass die junge Frau bereits am 30. September getötet wurde. Ob neben dem Vater weitere Familienangehörige an der Tat beteiligt waren, wird derzeit noch von der Polizei geprüft. Aber vielleicht können Sie jetzt helfen. Haben Sie am 30. September, das war ein Mittwoch, in der Zeit von 12 bis 24 Uhr im Dessauer Stadtzentrum etwas Ungewöhnliches beobachtet? Und zwar genau hier zwischen der Wohnung der Familie am Schlossplatz beim Rathauscenter und der Kleingartenanlage Küchengarten e.V. Ist Ihnen dort eine Gruppe Syrer aufgefallen? Vielleicht war sogar das spätere Opfer mit dabei. Haben Sie in der Kleingartenanlage an diesem Tag etwas beobachtet bei der Parzelle Nummer 86, dem Leichenfundort? Und natürlich, wo ist Hisso Malak? Haben Sie den Mann irgendwo gesehen?
Es ermittelt die Kripo Dessau. Nach Hisomalak wird gefahndet mit internationalem Haftbefehl. Die Telefonnummer dazu, das ist die 0800 6000 und dann die 670.